So 15 bis 20 Stunden vor uns und sitzen in einem rappeligen Zug. Die Aussicht ist ziemlich langweilig meistens, weil alles flach ist. Und wir sind mal wieder die einzigen Touristen hier. Marc, Jonas und ich. Aufstehen. Und wir fahren die ganze Nacht durch diesen Ding und mal gucken, wie wir hier pennen werden. Das sind einfache Holzbänke. Und morgen werde ich dann sagen, wie es war. Ich freue mich. Maybe because of the right red stripes. Hello, Minglava. Minglava. Thank you. Ja, komm, das ist hier immer ganz schöne Attraktion. Und wir sowieso. Minglava. Ja, das ist ziemlich krass. Wir sitzen seit 18 Stunden eigentlich neben denselben Leuten und die starren uns immer noch alle an. Jetzt werden wir Außerirdische. Das ist ziemlich interessant. Mein Arsch tut weh, das ist verdammt unbequem. Wir haben die ganze Zeit auf irgendwelchen Holzbänken hier gelegen und wir haben keine Ahnung, wann wir ankommen. Wir haben ganz verschiedene Sachen gehört. Aber so in den nächsten 6 Stunden müssen wir irgendwann ankommen. Was willst du? Keine Ahnung, man weiß nicht. So. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Mytkina. Von Mandalay nach Mytkina. Und dann fahren wir mit einem Boot wieder runter. Oder mit mehreren Booten. Über die Flüsse, ein paar Tage lang. Bin sehr gespannt. Die Klos hier sind auch sehr interessant. Es ist nämlich einfach ein Loch im Boden. Das heißt, man
verrichtet sein Geschäft quasi. Filmst du das nicht einfach mal? Nimmst die Kamera mit aufs Klo und hält sie in das Loch. Möchtest du mich nicht beim Kacken filmen? Ah, weiß ja, ey. Aber wie gesagt, man scheißt halt einfach in ein Loch und das geht direkt auf die Gleise. Das ist ziemlich abgefahren. I suggested to make a video, to take a video from the toilet. I don't want to film myself shitting. Drop it down the toilet. Yeah. Ich bin jetzt seit über 24 Stunden im Zug hier drin. 24 Stunden, verdammt. 24 verdammte Stunden und wir sind echt fertig. Wir hoffen, dass wir jetzt endlich bald hier rauskommen. Aber ja, wie gesagt, wir haben immer noch keinen Plan, wann wir ankommen. Wir glauben, aber es dürfte nicht mehr so lange sein. Am Anfang hieß es mal irgendwas mit 18 Stunden. Ja, wie gesagt, wir sind bei 24. Dann sind wir in München. Draußen sieht alles gleich aus. Die Landschaft ist echt nicht sonderlich spannend. Und die Leute gucken uns immer noch alle an. Das ist manchmal sehr nervig und manchmal ziemlich unterhaltsam. Besonders wenn ich mir eine Kamera ins Gesicht halte und mich selber filme und da reinlabe, gucken die gerade alle an. Das ist sehr witzig. Draußen nur Steppe und nichts Interessantes. Myanmar's Mars schönste Bahnstrecken. Heute Mandalay Mictana. Danke. Hallo, komm mal.